Ja, hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf www.nordbiene.de. Wir befinden uns hier an diesem schwülwarmen Tag auf einer jungen Aufforstungsfläche in Mielkendorf. Hier wurden viele, viele zigtausend Jungbäume der Eiche, der Vogelkirsche, der Schwarzerle, der Esskastanie sogar gepflanzt. Und wir schauen uns hier um, was fällt uns ins Auge? Massenweise das Jakobskreuzkraut, erkennbar an der jetzt gelben Blüte mitten im Juli. Eine Augenweide und auch eine Bienenweide, wenn wir uns hier so umschauen. Die Wiese, das Stück Land ist voller Bienen, die hier fleißig Nektar und Pollen tragen. Auch zu Hause sind diese Bienen eindeutig zu erkennen am Flugloch, an dem leuchtend orange-gelben Pollen. Das erfreut natürlich das Imkerherz, das Bienenherz, vor allem, wo wir doch wissen, wir befinden uns in einer trachtarmen Jahreszeit mit relativ wenig Nektar und auch Pollen, zumindest hier in Norddeutschland. Allerdings gibt es hier eine Schwierigkeit, das Jakobskreuzkraut ist nämlich hochgiftig. Von daher ist die Meinung zu dieser einheimischen Pflanze aus der Familie der Korbblüher doch sehr geteilt. Wie gesagt, das Naturherz lacht, die Bienen und auch die Insektenwelt insgesamt finden hier einen reichlich gedeckten Tisch an Nektar und Pollen vor. Aber wir wissen, dieser Nektar und der daraus gewonnene Honig ist in höchstem Maße giftig, vor allem für Menschen, aber oder auch für Säugetiere generell. Die Halter von Pferden und Ponys können ein Klagelied dazu singen, denn auch Pferde, die von diesem Kraut fressen, vergiften damit schnell und nachhaltig ihre Leber, was im schlimmsten Fall zum Tod des Pferdes führen kann. Auch der Mensch ist gefährdet. Es reichen bereits ein paar Tropfen Hautkontakt, also ein paar Tropfen des Pflanzensaftes auf der Haut und schon gibt es die ersten Vergiftungserscheinungen. Und auch viele Imker, die jetzt Honig ernten, können den Honig nicht verwenden, da relativ schnell die Grenzwerte für den Anteil des Honigs aus dem Jakobskreuzkraut überschritten sind. Dieser Honig muss dann als Sondermüll leider entsorgt werden, so bitter das ist. Ja, das Jakobskreuzkraut ist eigentlich ganz leicht zu erkennen an der fein gegliederten Grundrosette der Blätter. Das Jakobskreuzkraut ist eine zweijährige Pflanze, sie vermehrt sich hauptsächlich durch Samen natürlich. Im ersten Jahr blüht sie noch nicht, aber wie gesagt, die Grundrosette der Blätter ist hier eindeutig wiederzuerkennen. Und somit ist die Pflanze auch eindeutig unterscheidbar von dem ähnlichen Johanniskraut, das jetzt ungefähr auch im Juli, also zur ähnlichen Zeit, blühen dürfte. Auch vom Reinfahren, der deutlich später blüht, ist dieses Kraut eindeutig zu unterscheiden. Bis vor wenigen Jahren ist mir dieses Jakobskreuzkraut noch gar nicht aufgefallen. Ich hatte das unter der Rubrik Sommerblüher abgetan. Und wie gesagt, eine Verwechslung vor allem mit dem Johanniskraut ist für den Laien doch relativ schnell möglich. Aber spätestens seitdem die Presse doch regelmäßig über diese Giftpflanze berichtet, steht sie doch im öffentlichen Fokus des Interesses, will ich mal sagen. Die Pflanze ist, wie gesagt, eine einheimische Pflanze. Sie vermehrt sich offensichtlich in den letzten Jahren verstärkt, auch hier in Norddeutschland. Wobei ich beobachtet habe, dass die Ansprüche dieser Pflanze relativ gering sind. Sie ist sowohl mit Sandböden zufrieden, als auch offensichtlich mit schwereren Lehmböden. Auch im Halbschatten bis in den tiefen Schatten hinein kommt diese Pflanze eindeutig vor. Das konnte ich so beobachten. Von daher erleben wir hier, zumindest in Norddeutschland, eine deutliche Ausbreitung dieses Jakobskreuzkrautes. Ja, liebe Imkerfreunde, nichtsdestotrotz, ich freue mich über die Blüte, wenigstens etwas, was blüht hier im Norden, auch wenn wir diesen Honig nicht verwenden können, aber die Bienen freut es,
Sie bekommen eine Menge Nektar und Pollen von dieser Pflanze. Ja, liebe Imkerfreunde, hat euch dieses Video gefallen, dann klickt bitte einmal auf Daumen hoch und noch besser auf Abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es ein weiteres Video von mir gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf www.nordbiene.de. Dankeschön, tschüss.